Sowas von pünktlich 10 Uhr und ich begrüße euch und Sie recht herzlich zum EduTalk heute zum Thema Livestreaming. Mit dabei Co-Moderator und Gastreferent Wolfgang Löst. Wolfgang, ich würde dich jetzt gerne mal mit dazu holen. Du müsstest deine Genau, Kamera mal einschalten. Hier ist er. Hallo Wolfgang, Hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, wie gesagt, heute geht es um das Thema Streaming, christliche Angebote. Und ich habe mit dem Wolfgang wirklich einen Experten auch hier. Also alle, die in der Szene einigermaßen unterwegs sind, die haben den Namen auch schon mal gehört. Über Facebook, Social Media Kanäle, auf YouTube bist du sehr aktiv. Und wir werden auch ein bisschen über dich, deine Person, deine Genese auch erzählen, was du anbietest und wie du dazu gekommen bist. Zum einen aber noch vorneweg, der EduTalk wird aufgezeichnet und die Aufzeichnung wird es dann ab nächster Woche bei uns im Blog unter Erwachsenenbildung ekhn.blog geben. Von daher nochmal zum Nachschauen, wenn jetzt irgendwie nochmal was erzählt wurde, was da nicht mehr so ganz präsent ist, die Aufzeichnung wird es da geben. Ja, ansonsten haben wir einen Livestream auch zu Facebook und auch hier herzliche Grüße an die Zuschauerinnen und Zuschauer. Wenn irgendwie Fragen da sind, ich möchte ja den EduTalk mal sehr diskursiv machen, ja, also nicht nur unterhalten und vortragen, sondern auch ganz viel auf Fragen eingehen. Wenn Fragen da sind, meldet euch einfach, bringt euch mit ein, auch hier bei Zoom. Ja, einfach mal kurze Wortmeldung, Handmeldung und dann holen wir euch mit dazu. Und ich hoffe, dass sich einfach ein schönes Gespräch ergibt, weil ich denke, wir können auch ganz viel jetzt voneinander lernen. Ja, Wolfgang, erstmal herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hierher zu kommen. Und du bist Pfarrer in der Lippischen Landeskirche. Dich findet man sehr weit oder sehr präsent in den sozialen Medien, bist auf YouTube mit der Nerd-Gemeinde auch mit aktiv. Und ja, ich habe dich kennengelernt über eine Facebook-Gruppe als wirklich Profi, was auch Livestreaming angeht. Zum einen von der technischen Seite, aber ich finde, Technik ist gerade bei christlichen Angeboten, spirituellen Angeboten, kirchlichen Angeboten ist nur eine Seite. Der Inhalt soll ja auch nicht zu kurz kommen. Und genau. Deswegen diese Kombination Nerd und Pfarrer gefällt mir sehr gut. Von daher, ja, wie wäre es, wenn du dich erstmal kurz vorstellst, ein paar Sätze zu dir von deinem Arbeitskontext. Ja, Wolfgang Löst, Social Media Pfarrer der Lippischen Landeskirche mit einer halben Stelle. Mit der anderen halben Stelle bin ich Kirche Plus, das ist ein Erprobungsraum in der Lippischen Landeskirche, ein Zusammenschluss von 5 Gemeinden, die sich digital auf den Weg machen wollten, das dann auch gemacht haben. Allerdings kam Corona dann dazwischen, beziehungsweise plötzlich war Gottesdienst Livestreaming und vieles von dem, was wir so geplant hatten, gar nicht mehr so furchtbar innovativ und so, weil es einfach eine Notwendigkeit wurde. Heißt aber auch, wir waren direkt am Anfang des Lockdowns am Start mit unseren Angeboten. Zwar etwas holprig, weil wir eben mit deutlich später geplant hatten, aber wir waren vorbereitet so. Ich beschäftige mich seit, glaube ich, 2000 mit dem Thema Kirche und Technik und dem Zusammenspiel. Übers Studium immer wieder neue Dinge ausprobiert. Zwischendurch Systemadministrator in der Uni gewesen, da dann auch nochmal technisch ordentlich drauf gesattelt und dann irgendwann zu den Social Media gekommen und dort einiges investiert an Arbeitszeit und Lernzeit. Ich kenne das jetzt ja auch so ein bisschen. Ich komme ja auch, eigentlich bin ja auch Sozial- oder Pädagoge, Medienpädagoge, komme aber auch aus einer technischen Ecke. Das heißt, wenn man so eine Genese mitbringt oder so eine Grunderfahrung mitbringt und erstmal mit so einer Erwartungshaltung die Arbeit beginnt, etwas zu digitalisieren, dann merkt man ja auch erstmal, dass man erstmal sehr viel Zeit und Geduld auch braucht, um Veränderungen vielleicht nicht nur im kirchlichen Bereich, sondern generell im Bereich, der von Verwaltungsstrukturen einfach auch umgeben ist. Also man muss sehr viel Geduld mitbringen. Bei mir war es jetzt ja so, Corona war jetzt ja wirklich ein Beschleuniger. Ich will jetzt nicht sagen Katalysator, aber der hat ja wirklich eine Digitalisierungswelle zwangsmäßig ausgelöst, weil
dass einfach nichts mehr anderes übrig blieb. Wie war das bei euch? Du sagtest, ihr wart vorbereitet, aber ja, euch hat das ja bestimmt auch erstmal so wie so einen Schlag getroffen. Man plant, es muss losgehen und jetzt geht es plötzlich los. Wie war das vor einem Jahr? Es war tatsächlich so, unser Projekt Kirche Plus ist gestartet am 1.3. und am 15.3. war dann der erste Gottesdienst. Also 13.3. Lockdown oder da war zumindest die Ansage und da war klar, wir können keine Gottesdienste in Präsenz mehr feiern und dann eben in 2 Tagen diesen Gottesdienst zusammengeworfen, Technik zusammengeworfen, die wir noch nicht hatten und so. Das heißt, ich habe mich vor dem Projekt natürlich schon mit Livestream beschäftigt, auch schon als Social Media Pfarrer einige Livestreams gemacht, Online-Gottesdienste, Social Media Gottesdienste ausprobiert, also mit heftiger Publikumsbeteiligung. Aber es ging dann doch sehr holterdiepolter. Also wir hatten die Software zum Glück schon in der Testversion, die wir dann benutzen konnten, aber kameratechnisch mussten wir viel zusammenklauben. Und dann wurden wir sehr ins kalte Wasser geworfen. Wir hatten eigentlich mit den 5 Gemeinden vor, innerhalb von einem Jahr, dass jede Gemeinde einmal oder jedes Team um einen Pfarrer oder eine Pfarrerin herum mal einen Gottesdienst gemacht hat in online und live. Das hatten wir dann nach 4 Wochen durch, weil dann ja auch Ostern kam und es war irgendwie ja ganz, ganz spannend zu sehen, wie da auch die Entwicklungen und auch die Anfangsstände waren und wo wir mittlerweile sind, dadurch, dass es eben weiterging. Und das ist ja jetzt ein Punkt, wo jetzt ja, ich sag mal, in den letzten Monaten ja auch noch ganz viele Gemeinden jetzt dazugekommen sind und auch jetzt noch vor dem Punkt stehen, Angebote zu digitalisieren. Also das heißt, wir haben jetzt mit dir auch ganz viel Know-how, Erfahrung und vielleicht also positive wie auch negative Erfahrung, über die wir heute auch reden können. Und mich würde jetzt zum Beispiel mal interessieren, wie habt ihr dann im Prinzip angefangen? Also hattet ihr direkt jetzt gleich irgendwie so eine TV-mäßige High-End-Ausrüstung mit mehreren Kameras und war ist bei euch in der Lippischen Landeskirche jede Kirche ans Glasfasernetz angeschlossen? Wie habt ihr angefangen? Also angefangen habe ich mit Livestreaming mit meiner guten alten Lumix G70. Das war meine Dienstkamera als Social Media Pfarrer für Fotos und Video machen gekauft und dann irgendwann fürs Livestreaming weiterverwendet. Es war ein glücklicher Zufall, dass die einfach ein HDMI-Signal so rausgab, dass man es verwenden konnte. Und als zweite Kamera dann eine Webcam. Eine gute Webcam ohne Frage, die wird auch heute noch gern gekauft und benutzt. Aber für Kirchen, also gerade mit den großen Distanzen, war sie dann immer unscharf, wenn man sie nicht direkt vor den Leuten positioniert hat. Das war alles relativ low-end. Also ich glaube, wir haben den Livestream dann insgesamt so mit, also wenn man den Laptop und die Kamera mal rauslässt, mit einem Budget von 250 Euro hingekriegt. Wow, Aber wie okay. gesagt, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das war irgendwie vor 5 Jahren. Das würde ich heute nicht mehr tun. Aber zum Anfangen und zum Lernen und so war das wunderbar. Und es kommt natürlich immer auf Setting an. Also man kann gut mit den günstigen oder den teuren Webcams, aber die eben günstiger sind als normale Kameras, kann man gut was machen, wenn man eben keinen Gottesdienst in einem großen Gottesdienstraum hat. Insofern muss man gucken, was man zur Verfügung hat und was dann das Format wird und wie das Format wird. Und vielleicht muss man dann eben auch das Format anpassen an das, was man zur Verfügung hat, bevor es eben schlecht wird. Ja, Und das heißt, ja. du sagst dann einfach dann auch erstmal gucken, was man überhaupt auch an Technik da hat. Und oft kann man eben, ich sag mal, mit dem, was da ist, auch schon etwas anfangen. Man muss jetzt nicht gleich so eine High-End-Ausrüstung haben. Richtig, genau. Also gerade auch ein paar iPhones können durchaus zum Streamen taugen. Der Kollege Neumeier aus der Kurhessen-Waldischen Kirche, der hat da einiges am Start. Genau. Also da muss man, also ich würde erstmal gucken, was habe ich oder auch was kann ich aufbringen. Also es ist dummerweise am Ende eine Frage des Preises, wie schnell man technisch gut werden kann. Also potenziell, ne? Man muss das Ganze auch bedienen können und so weiter. Aber also da muss man einfach gucken, was möglich ist. Gerade kleine Gemeinden haben damit eben Probleme, viel Geld aufzubringen. Und die können dann eben klein anfangen oder haben eben sowieso eine sehr kleine Kirche, wo sich kleine und enge Formate eben besser eignen.
und zum Glasfasernetz in jede Kirche. Wir haben tatsächlich die erste Kirche, wo jetzt Glasfaser reinliegt. Das war tatsächlich, oder eine Kapelle ist es eigentlich, und die Kapelle war auch die erste, aus der wir gestreamt haben, am 15.03.2020. Da haben wir allerdings noch eine LTE-Richtantenne benutzen müssen, um überhaupt irgendwie an eine passende Datenrate zu kommen. Okay. Jetzt muss ich natürlich erstmal, also Lutz Neumeier, natürlich ein Begriff, aber selbstverständlich Hessen-Nassauische Landeskirche und nicht der Kollege aus Lich und ist ja auch zum Teil in der EKHN als Social-Media-Beauftragter im Medienhaus. Richtig, genau, natürlich. Richtig. Aber klar, ich meine, da, aber das finde ich auch so schön, dass ich vor allen Dingen in den letzten Monaten, im letzten Jahr sehr viel Vernetzung einfach auch unter den Landeskirchen beobachtet habe, weil einfach ein ganz großer Erfahrungsaustausch auch da gewesen ist. Ich möchte mal ganz kurz, du sagst, okay, Einsteigertechnik, wir können im Prinzip loslegen mit dem, was wir haben. Ein Smartphone reicht im Prinzip erstmal. Wie habt ihr das, das sind jetzt zwei Fragen, wie habt ihr das mit dem Ton damals geregelt? Das ist ja auch ein nicht zu unterschätzendes Problem. Und ich sag mal, für jemand, der jetzt neu anfangen will, was für eine Internetverbindung brauche ich denn überhaupt, um so einen Stream machen zu können? Geht das über, ich sag mal, ein LTE-Netz? Brauche ich, oder wenn man in den DSL-Verbindungen 16.000, 50.000, also von deiner Erfahrung her, was sollte ich mindestens haben? Ja, zum Thema Handy-Streaming weiß ich gar nicht so viel. Gerade was Apple angeht, ist der Lutz der deutlich bessere Ansprechpartner. Habe ich tatsächlich auch nicht gemacht und weiß auch nicht, wie ich da gut Ton reinkriege. Wir haben den Ton über billige Mischpulte, die einen USB-Ausgang haben, genutzt. Also das waren irgendwie, glaube ich, 80 Euro von den 250 Euro Startkapital für den Stream. Das ist ein kleines Pult, billige Marke, die Tontechniker werden wissen, wovon ich rede wahrscheinlich, mit einem USB-Ausgang in den Rechner rein und dann hat man eben einigermaßen Ton. Der Ton ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ton macht mindestens 50%, also eher mehr als 50% von dem aus, was man da rausgibt. Wenn der Ton schlecht ist, hat man gar nichts. Wenn das Bild schlecht ist, hat man immer noch Radio. Also es ist, ja. Ein entscheidender Faktor. So, und Internetgeschwindigkeit, bei den Social-Media-Gottesdiensten vor 5 Jahren habe ich angefangen mit so einem Mbit im Upstream. Also, ja, ich weiß, das ist glaube ich, 16.000er DSL müsste das sein, mit einem Mbit Upstream, wenn mich nicht alles täuscht. Das würde ich heutzutage nicht mehr tun. Also, das war schon eine echte Frickelei, irgendwie an diesem Streaming-Programm OBS durch so eine schmale Leitung irgendwie noch was einigermaßen Brauchbares durchzukriegen. Und es sind tatsächlich mehrere Einstellungen vonnöten. Das ist nicht mal eben so. Ich musste lange gucken, dass das irgendwie geht. Ich würde sagen, habt mindestens 2 Mbit, die ihr im Upstream habt, besser 5 oder 10. Also gerade heutzutage, wo man auch mehrere Netzwerke bedienen kann, macht ein Upgrade auf einen modernen Anschluss. Und moderner Anschluss heißt heutzutage einfach 50.000 und da sind meist 10 Mbit im Upstream dabei. Damit fährt man ganz gut, es sei denn, man will wirklich verrückte Dinge tun. Also, keine Ahnung, mehrere Live-Gäste einbringen und zu 5 Netzwerken streamen oder so. Genau. Also da vielleicht doch mal für diejenigen, die jetzt diese Mbit-Sachen und Zahlen auch weniger sagen. Wir kennen das ja von den DSL-Anschlüssen, die jetzt immer angepriesen werden mit 16 oder 50.000er Leitung, 100.000er Leitung, wovon wir sprechen. Und entscheidend bei so Streaming-Angeboten ist ja gar nicht das, was wir empfangen können. Das wären diese 100 Mbit oder 50 Mbit, sondern das, was wir in der Lage sind zu senden. Das ist ein viel niedrigerer Wert. Und da sollte man, wenn man die Wahl hat, wirklich das Höchste nehmen, irgendwie, was der Tarif dann auch hergibt. Genau. Ja, wunderbar. Das heißt, ihr habt angefangen mit, ich sag mal, einer normalen Kamera, mit einer Webcam, Funkmikrofon. Also Funkmikrofone, da gibt es ja auch sehr schöne Möglichkeiten, auch bestehende Audioanlagen einfach auch mit anzubinden und ich habe jetzt auch für ein Projekt für Gemeinden diese kleinen Mischpulte der Firma Behringer, die wir jetzt hier nicht nennen, genau, die gibt es für 42 Euro, also das ist wirklich ganz niedrige Beträge, wo man dann ein Mikrofon anschließen kann,
Richtig, das ist, ich sage mal, gut umsetzbar. Wie ist es danach weitergegangen? Also ich kann mir gut vorstellen bei dir, dass sich dann auch irgendwann die Ansprüche irgendwie, also einerseits die Ansprüche erhöht haben. Ich schätze dich aber auch so ein, dass du auch gerne mal ausprobierst, was geht und was Ja, funktioniert. genau. Also die Ansprüche kamen letztlich mit der Planung für diesen Erprobungsraum Kirche Plus. Weil wir da wussten, irgendwie soll ich eine halbe Stelle in diesen 5 Gemeinden haben und da was Digitales aufziehen. Dafür brauche ich aber vernünftige Technik. Dafür kann ich auch nicht die Technik nehmen, die ich mit meiner landeskirchlichen Stelle bediene. Und dann haben wir uns Fördermöglichkeiten gesucht. Der Innovationsfonds der EKD ist da eingesprungen und hat uns einen Betrag zur Verfügung gestellt, der uns zwar kein echtes Profi-Equipment kaufen lassen konnte, aber immerhin, oh ja, für Enthusiasten würde ich sagen. Also es ist nicht die Kamera für 10.000 Euro geworden. Aber wir haben dann eben gesagt, wir wollen möglichst ein Setup haben, was man mit ganz wenig Menschen bedienen kann. Hier in Lippe haben wir sehr kleine Gemeinden und manchmal reicht es einfach nicht, also um genügend Leute zusammenzukriegen. Hat sich tatsächlich am Ende eher als Irrglaube herausgestellt. Denn mit Technik erreicht man andere Leute und neue Leute als die vorhandenen Ehrenamtlichen. Und deshalb haben wir erstmal unser Geld eingesetzt für sogenannte PTZ-Kameras. Also Kameras, die pan, tilt und zoomen können. Also sich drehen können, sich neigen können und eben reinzoomen können. Die dann auch noch übers Netzwerk funktionieren. Das heißt, die Idee war, wir können selbst in alten Kirchen wahrscheinlich ein einziges Netzwerkkabel irgendwo von hinten nach vorne verlegen und dann hat die Kamera Strom, wir können sie steuern und sie liefert uns Bild nach hinten. Die Lösung ist nicht ganz billig, so eine Kamera kostet so 2.000 bis 2.500 €, je nachdem, wie viel Zoom man braucht. Ja, genau, das ist nicht billig. Ich sehe gerade Wobei, Reaktionen in den Augen. da hat sich jetzt sehr, sehr viel getan im letzten Jahr. Also ich habe ja auch vor 2 Jahren für Projekte geguckt und da gab es, was PTZ angeht, eigentlich nur so die Platzhirsche, Panoptix, wie die heißen, und Logitech, ich sage mal so den Konferenzbereich. Mittlerweile, wenn man mal rumschaut, da gibt es ganz viele, ich sag mal, Kameras, also auch mit diesem Netzwerkanschluss für unter 1.000 €. Ich weiß nicht, wie qualitativ gut die sind. Aber es ist ja mal so, Nachfrage bestimmt ja natürlich auch den Markt. Ne? Genau. Man muss ein bisschen aufpassen und sich nicht der Illusion hingeben, für den Preis würde man schon Kameras kriegen, die wirklich ganz sanft so schwenken, dass man das auf jeden Fall mit einem super guten Videostativ vergleichen könnte. Die ruckeln immer noch ein bisschen, also auch die PTZ-Optics-Kameras, die ich habe. Trotzdem kann man sie für manche Dinge nehmen. Ich habe sie einmal bei einem Konzert über das Schlagzeug gehängt und dann einmal so einen Schwenk über die komplette Band gemacht. Das sah sehr schön aus, trotz eben nicht hundertprozentig ruckelfrei. Ja. Genau. Damit sind wir gestartet mit den Kameras, haben dann aber auch eben schnell gemerkt, wir haben genug Ehrenamtliche und wir können auch was anderes tun. Haben mittlerweile tatsächlich durch glückliche Zufälle, muss ich sagen, ein bisschen mehr Geld gekriegt und konnten auch noch ein zweites Set anschaffen. Und das besteht tatsächlich aus Kameras, die normal auf Stativen sind, die normal bedient werden müssen, wo manuell gezoomt wird, wo auch manuell, also zumindest in unserem Fall manuell fokussiert wird. Das sind dann die großen Modelle von dem Modell, was ich eben schon erwähnt hatte. Das sind die Panasonic GH5. Das ist eine gute Kamera, die sowohl Fotos machen kann, als auch gute Videos machen kann. Da vorne ein richtig gutes Objektiv. Da darf ich nicht zu viel erzählen, sonst fange ich an zu träumen. Die macht wirklich gute Bilder und die macht auch bessere Bilder als diese Optics-Kameras, weil Kamera und Objektiv zu ungefähr dem Preis, was so eine Kamera mit Motor kostet, da kann man sich vorstellen, da ist ordentlich Geld im Glas und auch in der Technik in der Kamera noch mit drin. Ja, natürlich. Genau. Also das binden wir dann über so ein schickes Gerät ein. Das ist ein Ate Mini Videomischpult oder Schnittpult. Gibt es in verschiedenen Varianten. Das günstigste liegt, glaube ich, mittlerweile bei so 300 €. Das nächst teurere, das ist dieses hier für etwas über 600, glaube ich, war das letzte, was ich gesehen habe. Hat den großen Vorteil, dass man keinen Rechner mehr braucht, sondern man kann direkt hier hinten an die Netzwerkdose das Internetkabel einstecken und muss nur noch hier auf Stream drücken und dann
geht man live mit dem, was man dann gerade sendet. Natürlich, man braucht dazu noch einen Monitor, damit man sieht, was man tut. Und es gibt tatsächlich auch ein Konkurrenzprodukt, was noch ein bisschen billiger ist und das Gleiche auch kann, sogar noch ein Display eingebaut hat. Da kann ich aber nichts sagen, das hatte ich noch nie in der Hand. Das heißt, man kann... Ah, das Atem Mini Pro ist inzwischen günstiger. Danke, Elaine. Sehr schön. Freut mich. Genau, also da lässt sich relativ einfach schon viel machen. Früher war das bei Videoschnitt, also Video-Live-Schnitt einfach noch wahnsinnig kompliziert und vor allen Dingen wahnsinnig teuer. Da kriegte man unter 1.500 Euro oder 1.000 Euro kriegt man überhaupt nichts irgendwie in die Richtung. Da kam irgendwie Blackmagic Design mit dem Atem Mini zur richtigen Zeit raus, glaube ich, so knapp vor der Pandemie. Richtig, richtig. Also das heißt, dass auch, ich sag mal, Gemeinden, die jetzt vielleicht aus irgendeinem anderen Zweck eine Spiegelreflexkamera haben, eine digitale, einen guten Camcorder, ja, auch schon Hardware da ist, auch die im Prinzip schon mitverwenden könnten. Absolut, absolut. Also mit so einem Ding und einer Videokamera, ich glaube, die fangen, die ein Signal ausgeben, HDMI-Signal, was einigermaßen brauchbar ist, fangen so ab 250 Euro an, also das geht. Und dann, ne, das Ding hat vier Anschlüsse, vier HDMI-Anschlüsse, also die dann rausgehen können. Damit kann man dann langsam aufstocken, wenn man das möchte. Genau, wobei ich nicht unter zwei Kameras, glaube ich, anfangen würde. Also mittlerweile, also je nachdem, ne, aber Gottesdienst-Streaming wird irgendwann langweilig, wenn man nur eine Perspektive hat. Klar, ich meine, da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu reden oder zu sprechen, vor allen Dingen auch auf die besonderen Herausforderungen, wenn wir Gottesdienst haben. Kirchen sind ja auch sehr herausfordernd von der Architektur, vom Raumklang, vom Hall her, von der Größe, welche Erfahrungen du da gemacht hast. Aber wir sind ja gerade noch so ein bisschen bei deiner Genese und ich kann da so ein Stück weit mit dir mitfühlen. Ich probiere immer sehr, sehr gerne aus und bin da auch, ich sag mal, innerlich Spielkind, was auch so diese Technik angeht. Aber es ist dann immer so, Technik, die ist ja jetzt nicht gerade günstig und genau, gibt es, ich sag mal so, eine Erfahrung, die du gemacht hast, wo du rückblickend gesagt hättest, das hätte ich mir jetzt im Prinzip auch sparen können oder das würde ich jetzt auch nicht empfehlen, ich sag mal, damit sowas einzusteigen. Oder lief direkt alles so nach deinem Plan? Also die Webcam, klar, aber die kann ich für andere Dinge mittlerweile brauchen. Ich habe zwischendurch für die Landeskirche noch eine Mivo angeschafft. Mivo Plus hieß das Ding, glaube ich. Das ist so eine kleine Kamera, sieht fast aus wie ein Großmembranmikrofon, also so ein großes, rundes Mikrofon. Fällt auch im Präsenzgottesdienst oder im Hybridgottesdienst überhaupt nicht auf. Das ist ein Riesenvorteil. Aber ich muss sagen, ich war weder vom Bild noch vom Ton wirklich begeistert. Also auch mit externen Tondingen, die da reinkommen. Das ist einfach eine schöne All-in-One-Lösung, weil die letztlich einmal eingerichtet jeder bedienen kann. Man verbindet sich mit dem Smartphone und kann dann irgendwie auch sogar mit dieser einen Kamera ein paar Perspektiven auswählen. Ich war jetzt aber gerade letztes Wochenende in einer Gemeinde, die genau dieses Ding hatten und gesagt haben, ja, der Ton ist so furchtbar, wir kriegen keinen vernünftigen Ton und uns ist Ton einfach wichtig. Wir haben eben eine tolle Musikerin oder tolle Musiker da in der Kirche. Und wir brauchen irgendwas, was vernünftig funktioniert und auch irgendwie, das Bild ist kröselig und so. Und die haben ordentlich Scheinwerfer in der Kirche gehabt. Also es lag nicht nur am fehlenden Licht. Also da würde ich sagen, ja, wobei es da mittlerweile eine neuere Version gibt, da kann ich wieder nichts zu sagen. Mag sein, dass die mittlerweile besser ist. Aber da würde ich mittlerweile einfach eine Kamera im Zweifelsfall mit dem Ding oder einfach mit einem Mikrofon und Capture Card dahinstellen. Ja, ich glaube, bei mir war es damals so, wir hatten für einen Fachbereich auch diese PTZ-Kameras gekauft von Logitech. Das waren aber USB-Kameras und ich glaube, mittlerweile würde ich mir HDMI-fähige Kameras kaufen, weil das Bild einfach wesentlich besser ist. Ja, also so die Erfahrung, wenn ich eine Kamera habe, die HDMI und USB aus hat, gleiche Linse, gleiches Glas, gleiches Objektiv, ist einfach per HDMI das Bild doch mal wesentlich anspruchsvoller und besser. Aber gut, so lernen wir ja. Genau, HDMI oder sogar SDI, also SDI. Mhm. Das ist der Profi-Anschluss, sieht ein bisschen so aus wie so ein Antennenkabel oder so ein Antennenanschluss.
ist dann nur immer wieder schwierig, die Dinger dann in was Günstiges reinzustecken, weil es eben wirklich Profizeug ist. Aber alleine, dass ein SDI-Anschluss irgendwo dran ist, heißt eigentlich, ja, ist schon für eher professionelle Dinge gedacht und nicht für den Heimgebrauch. Das stimmt. Da wir ja gerade so bei dem Thema auch mit Mikrofonen sind, bevor wir jetzt in den Gottesdienstraum gehen, du hast ja bestimmt auch Erfahrung, ich sag mal, mit Veranstaltungen, die, ich sag mal, in klassischen Räumen auch stattfinden. Und mich erreichen oft Anfragen wie: Ich habe hier eine Gruppe, 30 Leute, und ich hätte gern irgendwie ein Mikrofon, das in die Mitte stelle, dass alle irgendwie in Dolby Surround und perfekte Bitrate aufgenommen werden. Wie reagierst du bei sowas, und was sind da so deine Empfehlungen? Gibt es sowas wie das perfekte Raummikrofon, das man einfach hinstellen kann und das für solche Settings ideal ist? Nein, gibt es nicht. Gibt es absolut nicht. Also ich kenne ein Mikrofon, was allerdings ein USB-Mikrofon ist und nicht für Streaming geeignet ist, sondern für Videokonferenzen, was einigermaßen gut rundum um einen runden Konferenztisch die Leute aufnimmt. Aber nein, für Kirchräume oder so. Also gerade wenn die Gruppen größer werden, hat man immer ein Problem mit Hall, und es wird matschig. Ich glaube, es kommt darauf an, sich auf die gegebene Situation einzustellen. Und solchen Leuten sage ich dann einfach, es geht einfach nicht. Also ich glaube, da muss man ehrlich sein. Wenn die Leute Qualität erwarten und ein Mikrofon, was alles kann, dann ist das leider eine falsche Vorstellung. Es gibt tolle Mikrofone, die bestimmte Dinge wunderbar machen, aber gerade weit weg von irgendwas stehen, und dann so einen Gesamtsound aufzunehmen, ist. Also, oder beziehungsweise Gesamtsound, ja, aber eben, wenn dann einzelne Leute sprechen sollen, das geht nicht. Also dann muss man entweder den Ansatz von den Popchören fahren und jedem Mikrofon in die Hand drücken, oder eben mit Headset, mit Lavalier, also mit diesen Anklippmikrofonen oder was auch immer machen. Oder es ist eben Chor, der gemeinsam singt und den man dann gemeinsam irgendwie mit 4 bis oder 2 bis 6 Mikrofonen irgendwie von oben abnimmt. Aber, oder von vorne, je nachdem, wie die Chöre sind. Aber ich bin auch kein Tontechniker, muss ich sagen. Ja. Da gibt es sicherlich auch noch Menschen, die deutlich mehr wissen als ich. Genau, nee, aber es geht ja auch einfach auch um Erfahrung, und wie gesagt, es kommt auch immer auf das Setting drauf an, ob ich jetzt, ich sag mal, eine Videokonferenz habe oder ich sag mal ein Theaterstück oder ich sag mal einen Gottesdienst, wo die Personen auch an verschiedenen Stellen auch stehen. Und nicht umsonst, wenn wir Theaterstücke sehen, haben die Leute auch jeder kleines Mikrofon umhängen irgendwie, weil ich glaube, wenn es da im Profibereich, wenn die sowas benutzen, dann gibt es auch irgendwie nichts Komfortableres oder Einfacheres. Genau, Ja, dann und lass. eine wichtige Sache ist vielleicht noch, man kennt das vielleicht, also ich kenne es von einer Freilichtbühne, die haben irgendwie Mikrofone, die von oben runterhängen. Das sieht immer ganz, ganz klasse aus und das funktioniert auch in deren Setting. Das liegt aber daran, dass die den Ton live verstärken müssen und nicht irgendwo in Stream reinbringen müssen. Denn Live-Ton und Stream-Ton ist nochmal was ganz anderes. Also da muss man unglaublich aufpassen und darf nicht die Erwartung haben, dass das, was dann aus den Boxen kommt und was in der Freilichtbühne sich gut anhört oder auch im Gottesdienstraum gut anhört, dass das sich dann auch im Stream gut anhört. Denn der Raum an sich, also ob es nun draußen ist oder innen, spielt auch nochmal eine Riesenrolle. Und gute Tontechniker können das eben hinkriegen. Gerade bei hybriden Gottesdiensten ist das natürlich wahnsinnig schwer, einen Ton für den Gottesdienstraum zu machen und einen anderen dann eigentlich noch für den Stream zu mischen. Das ist nicht ohne. Ja, also von daher empfehlenswert lieber wirklich der Kontakt zu einem Fachhändler oder zu einem Fachmarkt mit einer fundierten Beratung, anstatt dann vielleicht für ein paar Euro günstiger, ich sag mal, online in irgendwelchen A-Z-Seiten zu bestellen. Also die Erfahrung habe ich einfach auch gemacht, dass bestimmte Sachen brauchen einfach eine, ich sag mal, qualifizierte Beratung. Da ist einfach sehr viel Geld, was hinten dran steckt. Genau. Ja. Entweder beim Fachmarkt oder tatsächlich, viele Gemeinden haben Tontechniker als Gemeindemitglieder. Sei es nun Tonmeister, hier in Lippe ist ausgerechnet das Tonmeisterinstitut, das ist immer ganz nett. Wobei die dann meist dann auch mit der Vorstellung ankommen, ja, okay, dann nehmen wir mal das Mikrofon für 1000 Euro und das für 1200 Euro und so. Da muss man dann immer so ein bisschen runterschrauben. Aber gerade die
die Tontechniker, die irgendwie normal Veranstaltungen oder so machen, Veranstaltungstechniker, die sind meist gut und haben auch eine große Spannbreite von bis und wissen auch, dass manche richtig billigen Mikrofone oder richtig günstigen Mikrofone zwar nicht hundertprozentig das erreichen, was die 700-Euro-Mikrofone können, aber sehr nah rankommen und dass man den Unterschied kaum hört. Ja, vielen Dank. Ich mache jetzt hier einfach gerade mal einen kurzen Break und wende mich jetzt auch nochmal an die Zuschauerinnen und Zuschauer auf Facebook und auch hier in der Zoom-Konferenz. Wie gesagt, wir reden über Livestreaming von christlichen Formaten, auch von kirchlichen Formaten und haben jetzt im Prinzip erstmal über eine technische Grundausstattung geredet. Unser Experte Wolfgang Löst aus der Lippisch Landeskirche hat gezeigt, wie er seine ersten Schritte oder wie er im Prinzip mit seinem Projekt angefangen hat, mit welchem Gerät, wie sich das Ganze weiterentwickelt hat. Und wir wollen jetzt mal so den Blick wirklich in den Gottesdienstraum auch werfen. Und da sind erstmal verschiedene Punkte, die wir ansprechen wollen. Zum einen, du sagtest vorhin, Gottesdienste würdest du nicht mehr mit nur einer Kamera machen, sondern immer mit zwei. Hat ja wahrscheinlich auch was mit Aufmerksamkeit, mit Bildwechsel auch zu tun. Und da ist jetzt auch für mich eine Frage, von deiner Erfahrung her. Habt ihr dann im Prinzip die Technik an euren traditionellen Gottesdiensten ausgerichtet und orientiert? Oder habt ihr eure Gottesdienste vielleicht auch etwas verändert, damit die zu einem neuen digitalen Format passen? Ich würde sagen, beides. Eher Letzteres tatsächlich. Also es sind ja fünf Kirchengemeinden im Projekt und wir haben tatsächlich eine Gemeinde, die hat ihren Gottesdienstraum umgestaltet. Die hat die ersten drei Bankreihen rausgenommen, damit wir Platz für die Technik haben. Und dann hat sie einen extra Bereich abgehängt hinten mit Hintergrundstoff, damit dort die Predigerin oder der Prediger und die Liturgin stehen kann und vernünftig ausgeleuchtet werden kann. Die Kirche ist ein bisschen problematisch, was das Licht angeht. Und dann haben sie die Band, die gewöhnlich in der Kirche spielt, in den Chorraum gesetzt, sodass wir damit zwei ganz unterschiedliche Perspektiven haben und die Kanzel ist ganz ausgefallen. Sowieso Kanzel haben wir, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr benutzt oder seit mehr als einem Jahr. Weil das irgendwie so eine ganz merkwürdige Perspektive von unten ist oder man die Kamera dann hinten auf die Empore stellen muss. Also es ist irgendwie alles sehr schräg. Weitere Veränderungen, die gekommen sind, es zieht kaum noch jemand einen Talar an. Wir haben in der Regel eine Gemeinde, die eher ein bisschen konservativere Gottesdienste macht. Kirche Plus heißt immer Vielfalt, weil es gar nicht anders geht. Deshalb ist da eben eine Gemeinde, die eher das Publikum anspricht. Da findet man nochmal einen Talar. Aber ansonsten haben wir einfach gemerkt mit der Zeit, die Linse ist was die Leute im Gottesdienst oder also die Leute vor der Linse nochmal zusätzlich abschirmen. Genau das, was eigentlich ein Talar ja machen soll, ne? Abgrenzung schaffen, Sicherheit für den Predigenden und so oder die Predigende. Und das ist einfach nicht nötig, also dadurch, dass da zusätzlich noch die Linse zwischen ist. Abgesehen davon passt es auch nicht wirklich gut zu dem Kanal YouTube, da nochmal irgendwie noch mehr Distanz aufzubauen. Man möchte ja eigentlich gerade nah sein. Richtig. Er Genau. spricht ja eigentlich für Drohneneinsatz, Ja, das auch. Genau. Ja, tatsächlich, die Drohne haben wir im Einsatz für unsere Vorspänne. Also das Glockenläuten, was man normalerweise dann drin oder draußen hört, haben wir dann eben ausgelagert in einen Drohnenflug um die Kirche rum. Zumindest bei Okay. einigen Kirchen. Genau. Wir haben eine Predigtbegrenzung festgelegt. Das war direkt sehr am Anfang, wo ich dann sagte, liebe Kolleginnen und Kollegen, 6000 Zeichen und nicht drüber, sonst wird es langweilig. Und dann mussten doch einige schlucken. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass es so eins, zwei gibt, die eher darüber predigen, aber die dann ihre Predigt in mehrere Teile zerbrechen und dazwischen Musik spielen lassen, beziehungsweise dann eben Live-Musik machen oder singen, was auch immer. Also auch da Liturgie verändert sich da ein Stück weit, wobei ich sagen muss, Kirche Plus ist komplett reformiert. Das heißt, wir haben auch nicht irgendwie das große Problem wälzen müssen, wie singe ich einen Wechselgesang mit einer Online-Gemeinde.
Das heißt, also ich habe ja jetzt auch so die Beobachtung gemacht, jetzt in Bildungsveranstaltungen, dass sich dort das Setting ja auch komplett verändert hat. Wir eben nicht mehr ewig lange Vorträge haben, sondern wie gesagt, die Vorträge nach bestimmten 15, 20 Minuten unterbrechen, Kleingruppen oder Live-Feedback mit einbauen, irgendwie um Interaktion auch zu schaffen. Da hat auf jeden Fall ein Wechsel stattgefunden und das war bei euch dann im Prinzip in der Liturgie dann auch, also im Gottesdienstablauf. Ja. Cool. Im Chat wird gerade gefragt, wo man sich diese Gottesdienste angucken kann. Habt ihr? www.kirche.plus. Nicht wundern, da sind auch diverse andere Formate, Kirche plus Sport und Konzerte und so, aber da sind auch die Gottesdienste. Und dann Gut. natürlich dann entsprechend auf YouTube verlinkt. Gut, also wie das Logo, was über dir ist, Ganz, ganz genau. kirche.plus. Gut, wunderbar. Richtig. Kein DE dahinter. Das Plus ist das neue DE. So. Genau. Richtig. Was waren dann im Prinzip, ich sag mal, große Herausforderungen, diese Liturgie umzubauen? Und ich kann mir auch vorstellen, gab es Widerstände? Ich glaube, die größte Herausforderung, zumindest für mich, war, das Abendmahl irgendwie einzubinden. Das haben wir bis jetzt auch erst einmal gemacht, und haben dann im Vormittag das Brot gebacken mit den Leuten im Livestream, und haben dann eben dieses Brot, haben dann gesagt, liebe Leute, ladet Leute ein zum Abendmahl, bringt ihnen das Brot vorbei, dann müsst ihr natürlich unter Hygieneumständen backen und so, und kommt auch als Hausgemeinschaft zusammen, feiert gemeinsam und so. Da war, glaube ich, sehr viel Kommunikation nötig vorher, aber auch im Gottesdienst. Auch da bin ich noch nicht am Ende, würde ich sagen, was das angeht. Und Widerstände. Also man hat gerade beim Thema Abendmahl gemerkt, so ganz viele Leute sind da sehr skeptisch rangegangen. Aber nachher gab es eigentlich nur positive Rückmeldungen dazu. Also so von wegen, ja, wir haben wirklich gemeinsam Abendmahl gefeiert. Es war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mich wirklich in der Gemeinschaft gefühlt und so. Also das. Das war schon spannend. Also ich kannte Abendmahl digital unterstützt aus Zoom. Da ist das nochmal eine andere Kiste, weil man die Leute sehen kann, und dann eben auch sozusagen nonverbale Rückmeldung bekommt, wenn die Leute irgendwie gucken, muss ich jetzt trinken, muss ich jetzt essen oder so, und dann einfach nochmal darauf eingehen kann. Das geht im Livestream natürlich nicht. Genau, also da muss man sehr viel proaktiv arbeiten, aber auch mit dem arbeiten, was die Leute einfach mitbringen oder in welchen Situationen die Leute sind. Was man nicht tun sollte, sind solche Sachen wie, ach, es wäre ja so viel schöner, wenn wir jetzt gemeinsam hier sein könnten. Ich glaube, das hat sich mittlerweile dermaßen abgenutzt, und ist tatsächlich auch oft nicht so. Also es gibt Leute, die einfach lieber Gottesdienste zu Hause gucken, als irgendwo hinzufahren, vor allen Dingen, wenn sie morgens, sonntags morgens stattfinden. Ja, wenn wir gerade bei dem Thema sind, was man nicht machen sollte, wenn jetzt, ich sag mal, Pfarrerinnen und Pfarrer davor stehen, jetzt auch digitale Gottesdienste anzubieten, gibt es etwas, wo du schon mal direkt sagen kannst, Worst-Case-Szenario, darauf kann man jetzt schon mal direkt achten oder tut sowas nicht? Die Erfahrung hat gezeigt, dass. Pastorale Sprache fällt mir da als allererstes ein. Ich habe also, nee, kann ich jetzt nicht erzählen, weil es öffentlich ist. Also, wenn ein Gottesdienst damit anfängt, dass jemand sagt, liebe Gemeinde, also, dann weiß ich sofort, ich schalte ab. Also ich glaube, da gibt es ganz, 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 ganz wenig oder eine minimale Zielgruppe, die darauf so richtig abfährt. Die Kamera schluckt irgendwie nochmal 30% an Emotionen, und wenn man dann relativ emotionslos und relativ pastoral redet, dann, oh, nee, das wird sehr, sehr merkwürdig. Und tatsächlich irgendwie muss man sich darauf einlassen, dass die Leute nicht da sind. Also wirklich konsequent damit planen und nicht sagen, wir singen jetzt, sondern also mir fallen gar nicht so viele Beispiele ein, weil wir mittlerweile ein Jahr hinter uns haben, und gerade mein Team einfach gut geworden ist und viel gewachsen ist und viel gelernt hat, und manchmal kopfschüttelt auf die ersten Gottesdienste zurückblickt, und sagt so, oh ja, damals war das noch so, jetzt können wir das viel besser. Und
Es ist leider selten, dass ich andere Gottesdienste sehen kann und sagen kann, oh, das war nicht so gut, weil ich einfach sonntags meistens auch was tue. Ja. Ja. Im Chat wird doch gerade gefragt, ob du die oder eine Abendmahlsliturgie zur Verfügung stellen kannst. Ja, theoretisch geht das. Es ist natürlich eine reformierte Liturgie da, ne? Also wenn das in Ordnung ist, dann geht das. Wobei ich da einmal kurz Rücksprache halten muss. Ich habe ein bisschen geklaut bei Michaeliskloster beziehungsweise beim Birgit Matthaus, wie auch immer, die einfach wahnsinnig tolle Dinge mit Abendmahl tut. Also große Empfehlung. Da beim Michaeliskloster ist auch irgendwie eine komplette Geschichte. Ganz viele Ideen, vor allen Dingen allerdings für Zoom-Gottesdienste, aber definitive Empfehlung auch was Formulierung angeht. Birgit ist da einfach wahnsinnig genial, was sowas angeht. Ja, so jetzt habe ich noch eine letzte Frage, bevor wir dann, ich sag mal, am Schluss noch mal so eine Diskussionsrunde gehen, weil ich sehe, in der Liste sind noch einige Pfarrerinnen und Pfarrer hier. Vielleicht ergibt sich da ja auch noch mal ein nettes Gespräch, aber so die. Für mich letzte Frage wäre, ihr habt jetzt, ich sag mal, so eine gewisse Genese, was digitale Angebote, digitale Gottesdienste angeht. Ihr habt ihr hinter euch, ihr habt ein Format für digitale Gottesdienste gefunden, ihr habt eine Liturgie verändert. Reden wir mal von diesem ominösen nach Corona, wenn es wieder wie gewohnt und analog weitergeht. Glaubst du, dass die digitale Corona-Zeit, die Veränderung der Liturgie, dass die Auswirkungen auf die klassischen Gottesdienste haben werden oder haben sollen? Besten Falle ja. Also ich habe eine Pfarrerin im Projekt, die sich sehr schwer tat mit den 6000 Zeichen, die ich vorgegeben hatte. Und die mittlerweile sagt, ich glaube, das werde ich beibehalten. Das werde ich auch bei den Präsenzgottesdiensten so machen. Ich muss nicht die drei Schlenker drehen, das geht auch ohne. Und die Leute verstehen es trotzdem. Also da ist was passiert. Ich glaube auch, dass die offeneren Fürbitten, die wir zumindest bei Kirche Plus so haben. Also wir haben in jedem Gottesdienst die Chat-Fürbitten, die dann im Gottesdienst wieder artikuliert werden, dass auch davon was übrig bleiben wird in Präsenzgottesdiensten. Und tatsächlich, wir haben eine Kirchengemeinde, die gesagt hat, wenn Corona so weit eingedämmt ist, dass wir wieder normal Präsenzgottesdienste feiern, werden wir Präsenzgottesdienste feiern und werden Kirche Plus, also Online-Gottesdienste feiern. Und zwar die beiden getrennt, weil Hybrid ist irgendwie merkwürdig. Da spricht man nie eine bestimmte Zielgruppe an. Also das auch als irgendwie Learning, zumindest für diese eine Gemeinde. Und ja, also ich glaube, da tut sich einiges. Und ich hoffe inständig, dass ich was tue, weil wir sonst auch Zielgruppen wieder verlieren. Also im Moment erreichen wir Zielgruppen, die sonntags morgens nicht in den Gottesdienst kamen, weil es einfach nicht in ihr Leben gepasst hat. Und jetzt mit dem Livestream, auch mit einem Kaffee am Küchentisch und im Zweifelsfall in der Jogginghose oder im Schlafanzug, Gottesdienst erleben können und sich kein schlechtes Gewissen machen müssen, nicht extra aufstehen müssen, nicht extra die Kinder irgendwo verplanen müssen, sondern einfach beim Gottesdienst sein können und wenn das Kind brüllt, dann können sie mal eben gucken, was los ist. Und wenn wir die Online-Gottesdienste dann Knall auf Fall wieder lassen, dann verlieren wir die. Und das wäre super schade. Und was ich auch hoffe inständig, dass wir mehr in Zielgruppen denken. Also ich glaube, wenn man es richtig angeht, kann man im Moment sehr viel andere Leute erreichen als das, was so allgemein als Kerngemeinde gilt. Und da einfach sensibel zu werden oder sensibel zu bleiben dafür, dass es Menschen gibt, die andere Ästhetiken haben, die andere Musikgeschmäcker haben, die einfach anders sprechen, andere Interessen haben oder mit anderen Interessen auch für christliche Inhalte gezogen werden können. Das hoffe ich sehr, dass das bleibt. Hat dort, ich sag mal, also wir haben ja bei uns in der EKHN jetzt ja auch verschiedene Zukunftsprozesse.
wo wir eben jetzt auch nochmal ganz gezielt einfach auch mal schauen, mediale Gewohnheiten von Menschen, kommunikative Gewohnheiten von Menschen. Ich sag mal, haben so aktuelle Studien, ich sag mal, da irgendwie jetzt Einfluss für dich auf solche Entscheidungen oder bist du da einfach auf der Typ, sagst, okay, ist digital und analog, das verschwimmt eh sowieso und wir müssen zweigleisig fahren. Es ist sicherlich einerseits persönliche Erfahrung und andererseits eben auch die Studien, die da sind. Also wenn ich die ARD-ZDF-Online-Studie sehe und sehe irgendwie 94% der Deutschen sind online und immer noch 80% sind mehrmals die Woche online oder durchgehend online, dann weiß ich, dass Kirche da auch aktiv sein muss. Und zwar nicht nur mit einer Homepage oder nicht nur mit, zu welcher Kirchengemeinde gehöre ich oder wo ist der nächste Gottesdienst, sondern auch inhaltlich. Das ganz stark, genau. Und ich glaube gerade, das Internet taugt auch für Kontaktflächenangebote. Also du sprachst eben die Nerdgemeinde an. Wenn man nerdige Themen verhandelt, dann kommen auch hin und wieder mal die Leute, die locker interessiert sind, weil ja, also solche Sachen, also eine echte Frage in einem Kommentar war, ich bin mir nicht sicher, aber ich möchte gerne mal von dir hören, warum glaubst du eigentlich und was glaubst du? Und das ist eine Frage, die mir, glaube ich, in der Parochiegemeinde, nein, nicht nur glaube ich, das ist so, diese Frage wurde mir in der Parochiegemeinde noch niemals gestellt. Und ich glaube, sie ist wichtig, so wichtig. Und da ist eben die Möglichkeit, andere Leute anzusprechen, weil sie eben nicht in die Kirche kommen müssen, weil ich eine viel breitere Möglichkeit habe und tatsächlich auch mit eigenen Interessen wuchern kann. Also wir haben auch bei Kirche Plus ein Angebot Kirche Plus Sport. Da sind eben die Sportverrückten, die dann irgendwie nochmal so ein bisschen kirchlichen Touch kriegen und mal eine Losung zu hören kriegen. Oder ja, also das passiert dann einfach mehr oder weniger nebenbei und die Leute können dann eben weitergehen, wenn sie wollen. Ja, vielen Dank für dieses ja schon fast abschließende Statement. Ich habe jetzt gesehen, im Chat ist auch noch mal eine Frage vom Udo Heinzen. Ich würde jetzt aber auch vorschlagen, dass wir im Prinzip die Runde jetzt einfach auch mal öffnen und ich werde auch gleich in die Galerieansicht doch mal umschalten. Wir jetzt auch noch mal Fragen von euch und Ihnen jetzt auch noch mal ganz gezielt aufnehmen und von daher jetzt einfach mal gucken, dass wir jetzt hier noch mal ein bisschen ins Gespräch kommen. So, ich lese die Frage jetzt auch einfach mal vor, die jetzt hier gestellt wurde. Mich würde interessieren, welche Camcorder digitalen Spiegelreflexkameras im mittleren Preissegment bis 600 € zu empfehlen sind. Ich weiß, Empfehlung ist immer sehr, sehr schwierig. Man muss Namen irgendwie nennen, aber ich meine, klar ist ja auch, wir werden jetzt von keiner Firma irgendwie jetzt hier bezuschusst, dass wir sie empfehlen. Aber hast du, Wolfgang, jetzt, ich sag mal, von deiner Erfahrung her kannst du irgendwie was in dem Preissegment empfehlen? Also ich bin etwas beschränkt dadurch, dass ich sehr, sehr Panasonic fixiert bin. Dadurch, dass ich damit angefangen habe und es sich empfiehlt, wenn man mehrere Kameras in einem Setup hat, tatsächlich auch entweder also die gleichen Kameras zu nehmen oder wenigstens die Kameras vom selben Hersteller, damit das Bild nicht sehr anders aussieht. Also es ist nicht immer nur eine Frage von Farbtemperatur oder so. Wenn du es jetzt nicht sagst, ist nicht schlimm, aber die Bilder sehen einfach anders aus von verschiedenen Herstellern. Deshalb kann ich sagen, in dem Preissegment, die Panasonic Lumix G70 ist immer noch eine gute Kamera. Man muss da ein bisschen mit den Objektiven aufpassen, nicht das 14-42er nehmen, sondern das 12-60er. Hört es einfach nach, die Aufzeichnung gibt es dann ja. Oder gleich das 1440er, das ist nochmal deutlich besser. Die G81 ist der Nachfolger. Da weiß ich nicht, die kratzt wahrscheinlich wirklich schon sehr an den 600 €. Die sind gut, solide, und man kann eben auch Fotos mitmachen. Das heißt, man kann sie auch im Gemeindealltag einfach mal als Kamera fürs Gemeindefest oder so nehmen, um schöne Fotos zu machen. Genau. Da können wir auch recht viel von YouTubern lernen oder von Streamern Absolut. auf Twitch, die ja eben auch nicht immer das Riesenbudget haben, aber einfach auch mal gucken. Ich habe mich zum Beispiel auch mal von einigen inspirieren lassen bei der Wahl meiner Kamera. Ich habe eine Sony Alpha 5100 als Webcam, als Webcam, ist eine spiegellose Kamera.
Die gibt es jetzt eigentlich nicht mehr, aber das Nachfolgemodell, die Sony Alpha 6000, die liegt auch in dem Preissegment 400, 500 €. Ist eine wirklich sehr, sehr gute Kamera, macht sehr, sehr gute Bilder beim Fotografieren, und ich finde, auch im Livestream kann man die wirklich auch gut zeigen. Und also finde, da kann man YouTube einfach auch mal durchsuchen. Und Elaine hat vielleicht auch noch mal einen Vorschlag. Nee, aber eher eine Anmerkung. Und zwar leider haben also Spiegellose oder Spiegelreflexen nicht alle denselben Objektivanschluss. Das heißt, das sollte man sich vorher einmal überlegen, auf welchen Objektivanschluss man längerfristig setzen will. Weil, wie gesagt, so im Panasonic oder auch im Micro Four Thirds System gibt es etliche Hersteller. Da kann man also auch Gläser von anderen Firmen nehmen, die auch gut funktionieren. Aber man muss sich einmal vorher Gedanken machen, wenn ich auf ein sozusagen auf ein Kombisystem setze und nicht auf Camcorder, für welche Objektivanschlussfamilie entscheide ich mich? Ja, das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall, denn das letztendlich Teure, das weiß ich als Hobbyfotograf auch, das sind nicht die Kameras, sondern einfach die Objektive, und die gehen auch richtig ins Geld. Aber ich Ja, finde und die auch ein Kameras wichtiger, entwickeln sich weiter und die Objektive ja, nicht so schnell. natürlich, richtig, richtig. Aber ich glaube, noch ein wichtiger Hinweis, wenn man Spiegelreflexkameras oder Systemkameras verwendet, ist, dass die einen sogenannten Clean HDMI-Output anbieten. Das bedeutet, es ist ja nicht so, dass im Prinzip die Videofunktion übertragen wird, weil die ist ja bei solchen Kameras aus Lizenzgründen irgendwie nur so auf 20 Minuten limitiert, weil die ja sonst Videokameras und keine Fotoapparate mehr wären. Deswegen brauchen die einen clean, also einen sauberen HDMI-Ausgang, dass das, was nachher im Kontrolldisplay gezeigt wird, über HDMI auch rausgeht. Das ist eigentlich die wichtigste Voraussetzung. Das gilt übrigens nicht mehr für alle. Die Okay. G91 und die GH5 sind mittlerweile schon, soweit ich weiß, unbeschränkt. Ah, super. Ja, Genau, gut. also mag auch für andere Hersteller gelten mittlerweile. Okay. Also auch da ist die einheitliche Auskunft, es ist unterschiedlich und es kommt drauf an. Genau. Ja, prima. Gibt es denn von euch, von Ihnen, ich sag mal, noch Fragen, vielleicht auch, ich sag mal, vom liturgischen Bereich, vom spirituellen Bereich? Ich sage mal, jetzt haben wir ja einen Fachmann aus beiden Seiten, Technik und Theologie hier. Die Claudia Becker, bitteschön. Wenn ich es richtig verstanden habe, ging so die Tendenz dazu, eher weniger Hybridveranstaltungen zu machen, weil sich eben ja die Bedürfnisse auch der Nutzer, sage ich mal, von Präsenz zu online unterscheidet. Was wäre denn dann, ich sage mal, der Vorteil von live? Weil, also wenn man dann das in Anführungszeichen als Videogottesdienst live macht, würde man sich doch mit einer Aufzeichnung, gerade was Technik und so und Internetgeschwindigkeit angeht, leichter tun. Was ist da nochmal dann die Entscheidung für das Live dann zu streamen? Für uns war es die Entscheidung, wir wollen eine möglichst synchrone Gottesdienstgestaltung haben, und für uns ist die Interaktion wichtig. Das heißt, wir sammeln eben die Fürbitten ein. Wir blenden in der Regel auch dieses Ankommen in der Kirche ein. Das heißt, wir haben meistens solche Beiträge wie Hallo aus Piwitzheide, Hallo aus Detmold, Hallo aus Wülfer, die dann einfach nochmal in den Livestream reinkommen, damit die Leute sehen, wir sind tatsächlich Gemeinschaft, wir sind da, wir sind jetzt zusammen in diesem Gottesdienst. Und zumindest in unserer Bubble hat sich gezeigt, dass gerade dieses Live-Gefühl nochmal was anderes ist, als das irgendwann nochmal nachzugucken. Also es gibt viele, die sagen, wenn, dann gucke ich live, aber ich gucke mir das nicht nachher nochmal an. Aber es mag wieder andere Zielgruppen geben. Also da kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Wir haben schlicht noch so gut wie nie mit Videogottesdiensten gearbeitet, sondern immer nur mit Live-Gottesdiensten, weil wir eben die Interaktion wollen, weil ja auch der Kanal das hergibt. Und da manchmal ganz tolle Dinge bei passieren, wenn es live ist. Also die Leute schreiben tendenziell deutlich weniger Kommentare, als dass sie, also hinterher Kommentare unter Videos oder unter die Livestreams, als dass sie live im Chat was tun. Ich glaube, einer der großen Punkte ist einfach auch die Möglichkeit, auf die Zuschauerinnen und Zuschauer einzugehen. Also wenn ich, sag mal,
interaktive Fürbitte mache über ein Live-Audience-Tool, dass die Leute über ein Smartphone was eingeben können, wird das direkt mit eingeblendet und ich kann auch reagieren. Also ich glaube, das stelle ich mir viel interaktiver einfach vor. Okay. Am Ende Satz noch Fragen. Ich sehe, der Chat ist sehr übersichtlich heute. Auch bei Facebook, genau. Richtig. Die Aufzeichnung wird selbstverständlich der Renner, Wolfgang. Ansonsten, genau. Ja, dann muss man das nicht unnötig, ich sag mal, in die Länge ziehen. Wolfgang, ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hierher zu kommen. Auch, ich sag mal, deine Erfahrung teilhaben gelassen hast, deine Expertise hier mit eingebracht hast. Vielen lieben Dank dafür. Ich bedanke mich hier auch bei allen, die, ich sag mal, hier mitgesprochen, mitdiskutiert, zugehört haben, Fragen gestellt haben. Wie gesagt, ab nächste Woche ist die Aufzeichnung bei uns unter Erwachsenenbildung -ekhn.blog online. Und an der Stelle wünsche ich eigentlich noch hierzu eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende. Genau, alles Gute und bis bald. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.